Wir haben keine Rezession. Wir haben reale Zuwächse. Wir haben Vollbeschäftigung. Aber damit das alles funktioniert, müssen wir auch alle sparen. Und wer sparen soll, muss vorher gut verdient haben, sonst geht das nicht. Und ich habe da ein persönliches Langzeitmotto folgendermaßen formuliert. Das möchte ich hier gern sagen dürfen. Das lautet so. Etwas lernen, etwas leisten, gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen und im Übrigen das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Es war damals richtig. Und es ist auch heute noch richtig. Wir werden es sehen. Wir werden es diese Woche sehen. Wir werden es nächste Woche sehen. Es ist ganz klar, wir haben keine Rezession. Wir haben reale Zuwächse von über 3%. Wir haben Vollbeschäftigung. Und ich habe da ein persönliches Langzeitmotto. Das lautet so. Etwas lernen, etwas leisten, gut verdienen, anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen und im Übrigen das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Ich bin gewiss niemand, der wissentlich die Unwahrheit sagt. Ich bin ja ein offener Mann. Mich haben Sie auf einer Lüge noch nie ertappt. Ich habe wirklich nicht die Absicht zu polemisieren. Trotzdem oder gerade deswegen, wenn man polemisch in den Wald hereinruft, muss man sich über das Echo nicht wundern und auf grobe Klötze gehören grobe Keile. Ich will nicht polemisieren, aber ich will doch sagen, es ist ganz klar, das Vertrauen in unsere Währung ist da. Wir haben keine Rezession, wir haben reale Zuwächse, wir haben Vollbeschäftigung. Was wollt ihr eigentlich noch? Etwas lernen und etwas leisten, gut verdienen. Anständig und ehrlich seine Steuern bezahlen, ordentlich was auf die hohe Kante legen und im Übrigen das alles nicht übertreiben, damit man genug Zeit und Muße hat, sich der weiß Gott angenehmen Seiten, die es ja auch noch gibt, des Lebens zu erfreuen. Wenn das jedermann täte und wenn ich noch hinzufügen würde, außerdem noch SPD wählen und die Gewerkschaft stützen, dann wäre die Gesellschaft besser dran, als sie bisher war.